Zwei Tage Schwimmwettkampf pur in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg. Das ist der Wedding-Pokal des SC Wedding Berlin. Mit knapp 2200 Meldungen und über 2700 Starts war der Andrang in diesem Jahr besonders groß. Der Schwimmwettkampf wird dabei alljährlich zu Beginn der Wettkampfsaison ausgetragen und das nicht erst seit gestern. Der Wedding-Pokal ist eine Veranstaltung, die wir seit 17 Jahren durchführen. Und in dieser Zeit haben wir sie als eine Veranstaltung etabliert, die zum Beginn der Saison, der Langbahnsaison, stattfindet. Die vor allem jungen Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Können auf allen 50, 100 und 200 Meter Strecken zu testen. Dazu kamen noch 400 Meter Freistil und Lagen. Und nicht nur das, mit den richtigen Zeiten war sogar die Qualifikation für die Berliner und Norddeutschen Meisterschaften möglich. Charlene Horn vom SC Wedding Berlin hatte daher am Sonntag ein klares Ziel vor Augen. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich mich gerne für die Norddeutschen Meisterschaften qualifizieren möchte. Und ja, ich denke, andere Leute hier auch. Und es eignet sich einfach gut, weil es so am Anfang des Jahres ist, wo man noch ein bisschen frisch aus dem Training kommt und so die erste Chance zur Qualifikation ist. Um sich in ihrer Paradedisziplin der 100 Meter Brust für die Norddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren, benötigt es eine Zeit von 1 Minute 19 Sekunden und 24 Millisekunden. Da sie diese Zeit knapp untertraf, sicherte sie sich also nicht nur die Goldmedaille beim Wedding-Pokal, sondern auch die Startberechtigung für die Norddeutschen Meisterschaften in Hannover. Ja, also ich bin jetzt gerade die 100 Meter Brust geschwommen und bin total glücklich, weil ich habe die Zeit für die Norddeutschen Meisterschaften geschafft. Und ja, mal gucken, wo die Reise noch hingeht dieses Jahr, was ich so noch schaffe, und vielleicht springt die eine oder andere Qualität ja noch dabei raus. Für Charlene und viele andere, die sich hier ebenfalls qualifizieren konnten, startet nun die Vorbereitung auf die Norddeutschen Meisterschaften. Diese werden vom 9. bis zum 10. Mai im Stadionbad Hannover ausgetragen.